Butter übrigens auch. Butter ist auch Türkisch. Guck mal, aber der Blick war es wert. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autoferie. Heute mit dem neuen Kia Niro EV. Yep, den Kia Niro durftet ihr schon einmal bei uns kennenlernen, allerdings in einer anderen Antriebsversion. Links zu den entsprechenden Videos findet ihr unten in der Infobox. Wir schauen uns jetzt an, was so spezifisch bei der elektrischen Variante ist. Und ja, da gibt es auch äußerliche Sachen, die tatsächlich nur dem EV zuzuschreiben sind. Wir beginnen dementsprechend wie immer mit dem Design und schauen uns direkt einfach mal an, dass wir hier einen sehr schönen weißen Lackton haben, der noch ein paar Schimmerpigmente mit sich trägt. Und das steht im Kontrast zu den silbernen Details, die wir hier sehen können, aber auch zu den schwarzen bzw. grauen Details. Denn beim EV ist es so, dass hier in diesem Grillbereich alles tatsächlich komplett geschlossen ist und wir so ein Bicolor-Design haben. Ecken und Kanten, die auch in der Designsprache generell immer wieder mal mit aufgegriffen werden. Direkt darunter befindet sich dann auch schon unsere Ladeklappe. Da hat sich auch ein bisschen was getan, dazu aber gleich mehr beim Fahren. Und wir haben dann natürlich noch den unteren Bereich, der vor allen Dingen das Schwarz nochmal aufgreift. Aber ich habe es gerade schon gesagt, auch wieder die Ecken und Kanten so ein bisschen changierend dadurch, dass wir es mal Hochglanz haben und mal nicht. Links und rechts drunter dann die Scheinwerfer und das sind tatsächlich Dual-LED-Scheinwerfer, die serienmäßig beim Kia Niro EV sind. Sternchen oben in der Ecke. In der Ausstattungsvariante Inspiration. Inspiration wiederum kriegt aber auch nochmal ein Sternchen oben dran, denn es gibt momentan nur die Ausstattungsvariante Inspiration, die man dann mit verschiedenen Paketen ergänzen kann. Damit unser Snow White Pearl Lack, sehr schöner Name an dieser Stelle, ich mag ihn wirklich gern, nur ein bisschen mehr aufgebrochen wird und nicht ganz so schlicht daherkommt, haben wir hier Claddings, die beim EV in einem Stahlgrau gehalten sind und das Ganze wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aufbrechen. Es sind nämlich einzelne Teile, nicht nur an den Rathäusern und hier unten über dem Schweller, sondern, und das ist tatsächlich das, was am allermeisten, meiner Meinung nach, in den Blick fällt, dieser Bereich. Es ist ja schon selten, dass so eine durchgängige Linie, auch wenn sie weitergeführt wird, an dieser Stelle nochmal von einer anderen Lackfarbe unterbrochen wird. Wir sehen aber auch hier wieder schwarz in matt, beziehungsweise obendrauf in Form der Reling auch in Hochglanz. Und wir haben auch nochmal ein bisschen Silber, was mit aufgegriffen wird. Im Bicolor-Design kommen dann auch die Felgen daher. Ja, die greifen dann gleichzeitig auch das Muster wieder auf, beziehungsweise generell so Ecken und Kanten, die wir in der Designsprache schon öfter hier gesehen haben beim Niro EV. An dieser Stelle sei gesagt, 17 Zoll Felgen hat unser Testwagen und genau die sind auch Pflicht, denn größere Reifen gleich weniger Reichweite, das wollen wir nicht. Und praktisch an den Claddings und dementsprechend auch an der Rückleuchte beginnt dann das eigentliche Heck vom EV. Denn ihr seht schon, hier wird wirklich nochmal so designtechnisch dieses Rot mit aufgegriffen, schlägt so eine Kante und ist eigentlich mehr an der Seite vom Fahrzeug, verschmilzt dann aber mit dem Heckspoiler, den wir hier oben haben. Im Übrigen hier auch nochmal die Leuchte mit in den Heckspoiler integriert. Der Rest des Scheinwerfers bzw. Blinker sehen wir dann unten. Und da sehen wir dann tatsächlich auch dieses Herzschlag-Design, was ja vorne auch schon im Licht mit integriert wurde. Die Claddings ziehen sich auch hier weiter, also Stahlgrau auch hinten, zusammen mit Schwarz, zusammen mit Silber. Ihr seht, alles wird wieder aufgegriffen. Und hinter all dem verbirgt sich selbstverständlich auch ein Kofferraum. Praktischerweise ist die elektrische Heckklappe auch schon inklusive. Und ihr seht schon, wir haben hier nochmal ein bisschen was vorbereitet. Wir haben nämlich unsere Peak Design Produkte zur Verfügung gestellt von Enjoy Your Travel wieder mit dabei. Ihr könnt hier im Kofferraum dementsprechend sehen, eine Duffelbag mit 65 Litern, eine zweite mit 35 Litern dahinter. Mein Totepack habe ich natürlich immer mit dabei und ihr seht hier auch Fabians geliebten Rucksack mit 30 Litern. Das ist aber tatsächlich noch nicht alles, was wir von Peak Design mit dabei haben, denn wir haben hier noch weitere Versteuerungsmöglichkeiten, zum Beispiel vorne den Frunk. Da passen tatsächlich nochmal 20 Liter rein, 10 Kilogramm maximal und da haben wir einfach mal einen der Packing Cubes von Peak Design untergebracht. Das sind feine kleine Helfer, die Ordnung innerhalb eines Gepäckstücks schaffen. Ich liebe sie sehr und ich nehme sie sehr gerne auf Reisen mit. Das war aber noch nicht alles, denn tatsächlich haben wir in der Mittelkonsole vom Fahrzeug so viel Platz, dass Fabians heißgeliebte Tech Pouch auch dort untergebracht werden kann.
praktisch, sehr praktisch. Warum? Das erklärt euch gleich Fabian. Wer jetzt erstmal schon ein bisschen die Peak Design Produkte näher erkunden möchte, schaut mal unten in der Infobox da rein. Praktisch deswegen, weil der Niro EV nicht nur geladen werden kann, sondern auch laden kann. Heißt, man kann entweder hier über einen Adapter Elektrogrill befeuern, eine Klimaanlage, einen Kühlschrank, was auch immer einem so einfällt, oder auch intern irgendwas anderes laden mit 230 Volt. Und das kommt auf den nächsten Punkt. Er kann mit 750 Kilogramm nicht so viel ziehen, aber er hat eine Stützlast von 100 Kilogramm. Und ich glaube, das sollte so gut wie jeden E-Biker glücklich machen. Wenn man da nämlich experimentierfreudig ist, kann man auch ein Kabel noch rauslegen und sein E-Bike dann während der Fahrt laden, zum Beispiel. Vom Motor hat sich nicht wirklich viel getan für alle, die den Niro EV schon kennen, also die vorherige Generation. Wir haben weiterhin 150 kW, 255 Newtonmeter, die auf die Vorderachse wirken und eine Nennkapazität des Akkus von 64,8 Kilowattstunden. Damit kommen wir je nach Konfiguration 450 Kilometer weit. Jetzt haben wir ihn ganz bewusst im Winter, um da so einige Dinge auszuprobieren. Denn mit dem neuen Niro EV ist unter anderem auch eine Batterievorkonditionierung dazugekommen, die das DC-Laden, was bei der alten Generation bereits im Winter eher problematisch war, deutlich verbessern sollte. Und dazu dann später mehr. So, und dann herzlich willkommen im Innenraum und ihr seht schon, es geht hier relativ hell und freundlich zu. Das von außen wird also auch mit nach innen gebracht, wenn nicht in rein weiß. Wir haben hier aber unter anderem einen hell abgesetzten Dachhimmel, der zu 56% aus recycelten Fasern besteht, darunter unter anderem auch Papier. Und wir haben hier außerdem veganes Leder hier in diesem hellen Ton, das so leicht meliert ist bzw. noch so ein Muster mit sich bringt, neben der Steppung natürlich. Die ist wieder für die Sitzbelüftung da, die wir haben. Wir haben übrigens auch Sitzheizung. Und das Ganze in Kombination mit dunklem veganen Leder. Wer jetzt sagt, oh, so helle Sitze, das finde ich aber recht unpraktisch. Keine Angst, es gibt auch dunkle Versionen. Diese hier ist sozusagen optional, wobei man sagen muss, sie kostet nicht extra Aufpreis. Sie ist aber an mehrere Pakete geknüpft. Dann kann man sie erst erhalten. Wir haben natürlich noch weitere Materialien hier im Innenraum. Da wird es dann aber wirklich wieder dunkler. Wir haben viel Schwarz, viel Anthrazit. Ihr seht hier oben so eine weich unterlegte, an sich gummierte, sehr interessante Haptik am Dashboard. Darunter seht ihr aber auch dieses Material hier. Da muss ich wirklich sagen, je nach Lichteinfall schimmert das so ein bisschen metallisch. Dann hat man aber auch das Gefühl durch dieses Melierte oder durch diese Bewegung da drin, dass es so ein bisschen organischer ist. Und hier und da haben wir dann auch halt wieder Hochglanz bzw. Silber, was von außen wieder mit nach innen gebracht wird. Ein schöner Mix, würde ich sagen. Wir haben hier übrigens, ich habe es gerade schon mit den Fingern berührt, auch Ambientebeleuchtung. Das heißt, wir können das Ganze noch mit farblichem Zusammenspiel unterstützen. Ja, und in der Mitte haben wir dann unsere Mittelkonsole, die natürlich hochglanzschwarz primär ist, aber an sich ein durchgängiges Bild ergibt, obwohl wir hier zwei Bildschirme haben, zu je 10,25 Zoll. An dieser Stelle mal der kleine Hinweis, das war bei der Einführungsvariante nicht so. Da war dieser Bildschirm hier nämlich kleiner mit 8 Zoll. Wir können generell die Videos natürlich nur nach aktuellem Stand filmen und der aktuelle Stand, den wir hier jetzt gerade haben, zu diesem Zeitpunkt ist, dass es den Kia Niro EV nur in der Ausstattungsvariante Inspiration gibt, / anderen Pakete dazu buchen kann. Das kann sich natürlich 2023 irgendwann noch mal ändern. Das ist aber der aktuelle Stand, den wir jetzt haben. Und wenn wir den Blick hier schon haben, auch noch mal zur Erklärung. Wir haben zwei kostenlose Over-the-Air-Updates mit dabei. Danach sieht es so aus, dass man die entweder optional sich dazu kaufen kann oder aber ganz normal im Service mit dazu bekommt für 7 Jahre. Und ich weiß nicht, ob ihr es wirklich gut erkennen könnt, aber nicht nur diese zwei Screens haben wir hier, sondern wir haben, ich sehe es am allerbesten, weil ich unten auf die Straße schaue, auch noch das Head-Up-Display mit dabei. Und hier unter dem Switch-Panel, das kennt ihr vielleicht noch, das ist ja dieses kleine Display, was dann uns ermöglicht, verschiedene Sektionen zu bedienen und dazwischen auch zu switchen, haben wir dann unsere Lademöglichkeiten 1, 2 bzw. Nummer 3 /4, denn hier verbirgt sich ja gleichzeitig auch noch die induktive Ladeschale. Muss man nicht nutzen, kann man natürlich auch so als Ablagefläche nutzen, so wie wir. Aber man kann eben auch induktiv laden.
Die heißgeliebten Cupholder, ihr habt schon gesehen, missbrauche ich für mein Telefon. Die sind aber super praktisch, denn man kann sie theoretisch auch wegmachen und auf Knopfdruck wieder hin. Und wir haben es ja auch schon erwähnt, die Tech Pouch passt ja einfach super rein, wenn man einen wegmacht. Ist dann noch besser zu erreichen, wenn wir die Lehne hochklappen. Und hier seht ihr schon, wir haben noch ein bisschen mehr Stauraum. Der lässt sich aber auch erweitern, indem man die Trennwand einfach mal rausnimmt. Außerdem haben wir noch ganz klassisch ein Handschuhfach. Das sieht so aus und Platz an den Türen gibt es. Aber eher für eine 0,5 Liter Flasche, ist doch recht schmal und zierlich gehalten. Dann weiter mit dem Fond. Tür geht super weit auf. Einladen von Finn oder Kind wäre dementsprechend einfach. Und ich kann auch hier gut so gut runter. Dann Einstieg, auch sehr bequem. Fahrersitz ist auf meine 1,80 Meter eingestellt und ich habe gut über die Fingerlänge Platz. Also auch hier hinten sehr viel Raum. Dann geht es hier weiter mit den Materialien. Harter Kunststoff, aber die Stoffverzierung am Griff sowie jetzt hier in unserer eigentlich voll ausgestatteten Hütte auch Sitzheizung auf den äußeren Vorsitzen. Freut ihn auch jetzt bei diesen Temperaturen. Und wir können noch ein bisschen, ja, so eine 0,5 da reingurgeln in diese kleine Ablage. Dann haben wir hier zwei Ausströmer, USB-C zum Aufladen, aber ich hatte es ja schon erwähnt, da ist noch ein bisschen mehr und zwar hier die 230 Volt Steckdose zum externen Laden. Und dann haben wir hier noch mal, ja, passiert nichts. Kleine Ablage mit zwei Becherhaltern und ich rutsche einmal rüber. Sehr schön flacher Tunnel. So, jetzt sitze ich hier aber ein bisschen höher, ja, habe aber immer noch drei Finger Platz, weiche Sitzfläche und sogar ein angenehmes Rückenteil. Was man bei Kia vielleicht auch nicht vergessen sollte, diese clever integrierten Kleiderbügel hier. Angefangen mit etwas Wichtigem. Zur Markteinführung des Kia Niro war er schon ein Schnäppchen. Weil es gab die Förderung noch und er hat 39.000 Euro gekostet. Das heißt mit Förderung 30.000 Euro. Und jetzt sind wir... Förderung ist nicht mehr so hoch im neuen Jahr. Und die Inspiration startet bei 47.000 Euro. Hat dafür aber auch schon einiges drin, was die Basis früher nicht mit dabei hatte. Unter anderem die Dualscheinwerfer, das Panoramadisplay, induktive Ladeschale und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir aber, wie so oft, eben volle Hütte. Witzigerweise aber nur, weil wir die grauen Sitze haben. Ansonsten könnte man das einfach so wählen. Macht man im Konfigurator aber, oh, die sehen aber schick, die sehen auch wirklich schick aus. Aber macht man eben diesen Häkchen, denke ich, ah, kostet ja 0 Euro, sagt der Konfigurator, okay, ich krieg einmal bum 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 mehr von dir. Weil P5, P4, P2, P3, P7 und P1, was plötzlich 5.000 Euro mehr sind. Yep, über 5.000 Euro. Aber eigentlich alle Pakete, die man irgendwie in den Niro reinpacken kann. Inklusive Wärmepumpe, Fahrassistenzsysteme und also alles, was irgendwie geht. Ich würde es eher als eine Option für die entscheiden, die sowieso volle Hütte hier in das Fahrzeug machen wollen. Und dann einfach dieses Goodie haben. Das geht aber auch mit einem schwarzen Sitz beispielsweise. Ja, klar. Das ist dann das Goodie. Wenn Sie alles sowieso drin haben, dann wird zum Schluss noch gefragt, möchten Sie denn jetzt weißes oder schwarzes veganes Leder? Ja. Und da ist eigentlich dann die große Frage, ist das dann noch ein fairer Deal mit den 53.000 Euro? Weil es gibt zu diesem Preis auch andere Fahrzeuge. Ich wollte gerade sagen, ist nicht der einzige, der so teuer ist in der Klasse. Einige Dinge eben anders und besser können. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben ja hin und wieder mal so einen leichten Überschnitt mit anderen Fahrzeugen. Ich bin den jetzt von Anfang bis Ende lieber gefahren. Also er ist mir vom Fahren angenehmer, er ist mir vor allem bei diesem kalten Klima sehr angenehm gewesen, weil man fährt irgendwie so 2-3 Minuten und dann ist die gesamte Kabine warm. Ohne dass man irgendwie groß von, ich sage jetzt mal, von 180 auf 150 Kilometer Reichweite fällt, sondern es fällt kaum auf, bei teilweise auch Minusgraden. Und da sieht man schon, dass das neue Thermomanagement schon was gebracht hat. Ja, ist auf jeden Fall wesentlich besser und angenehmer geworden. Und auch vom Fahren ist, finde ich, ihn super angenehm. Er hat jetzt nicht die überkrasse Leistung, aber diese 150 kW finde ich ausreichend. Auf jeden Fall. Gut steuerbar und auch in Eco reicht es auf der Autobahn. Ja, wenn man jetzt bei 130 reintritt, muss man auf ein bisschen Rückenwind hoffen beim Überholen.
Es geht wunderbar, aber in Sport überholt er natürlich deutlich schneller. Ist tatsächlich auch ein bisschen leichter geworden. Er ist, das ist schon ungewöhnlich, dass ein neues Auto leichter ist als das Vorgängerfahrzeug. Woran es genau liegt, ist es natürlich schwer nachzuvollziehen, weil gewisse Bauteile ja einfach physisch bedingt gleich schwer oder schwerer sind oder weil wir auch mehr drin haben, aber es sind ein paar Kilo weniger als der Vorgänger. Und Vorgänger ist auch ein guter Punkt. Ich hatte mir extra mal die Werte vom Vorgänger rausgesucht. Das war jetzt von der Temperatur ein bisschen besser beim Vorgänger, weil da waren so plus minus 12 Grad. Jetzt hatten wir hier so minus 5 bis im Moment so mal 11 Grad, aber es war definitiv kühler. Aber was ich mir auch rausgeschrieben habe, sehr straff, hart gefedert, aber schnell warm innen. Das heißt, das schnell warm innen hat er einfach vom Vorgänger übernommen. Sehr straff und hart gefedert. Das finde ich nicht mehr der Fall. Nein, der ist wesentlich komfortabler geworden. Und wir haben zwar jetzt nicht ein schwammiges Fahren, aber wir haben, also Komfort steht ganz groß oben drüber als Überschrift. Ganz dick und fett. Also es ist kein sportlich direktes Fahrzeug. Es ist ein dementsprechend bin ich auch lieber mit ihm gefahren, weil er einfach sehr komfortabel und angenehm ist zum Fahren. Wir werden älter. Genau. So, dann können wir vielleicht auch keinen ganz klaren Direktvergleich machen, weil NRW ist mehr so flach und rund um Stuttgart ist mehr so bergauf, bergab. Und Vorgänger war 14,8 bis 15,6 Stadt-Land. So, jetzt haben wir verschiedene Verbräuche. Optionen. Aber Stadt-Land habe ich, glaube ich, den alten jetzt nie geschlagen, weil es... Ah doch, einmal so, ne? Also verschiedene Verbräuche bei verschiedenen Temperaturen. Das geht los mit unter 10 Kilowattstunden im Stadtbereich, grüne Welle. Das geht aber auch ein bisschen um Bereich knapp 13, 14 Kilowattstunden im Bereich Stadt, wenn es halt voller ist. Ja. Und Stadtland-Mix bei minus 1 Grad 18,7 Kilowattstunden heißt aber auch mit rauf runter. Und inklusive bis 100 km/h 18,5 bei bisschen besseren Temperaturen. Also man merkt, ich glaube auch der Gesamtmix ist jetzt so bei 19 Kilowattstunden, was alles inkludiert mit Autobahn, Schnellfahren, V-Max. Minus mit 11 Grad. Minus sehr kalt. Also da war alles mit dabei und Thema Verbrauch bin ich echt sehr zufrieden mit dem Wagen, weil unter anderem auch die Reichweitenanzeige ziemlich exakt ist. Also man, klar, über Nacht, man steigt ein, man hat ein paar Kilometer verloren, das hat aber jedes E-Auto. Aber man steigt auch ein mit, sagen wir mal, 160 Kilometer, er heizt hoch und er ist dann vielleicht bei 158 Kilometer. Und diese Anzeige, auf die kann man sich meiner Meinung nach extrem verlassen. Also ich fand sie sehr zuverlässig über diese zwei Wochen. Und wie war es dann in Sachen Laden? Ja, das, sagen wir mal so, für jemand, der schon Niro hat und vielleicht auch so ein bisschen weiß, wie er damit im Winter tricksen muss, da wird sich dieser Umstieg nicht unbedingt lohnen. Denn ich bin einmal ohne Vorkonditionierung rangefahren. Ohne Vorkonditionierung heißt, also es war immer mit eingestellt, aber Vorkonditionierung heißt auch, er muss wissen, dass er gleich lädt. Heißt, man muss ihm im Navi sagen, guck mal hier, die Ladesäule in 3 Kilometer, die sieht ganz gut aus, da probiere ich es mal. Einmal ohne probiert, bei 3 Grad von 18 bis 72%, 50 Minuten fast. Und er hat auch nicht so viel geladen, 37 Kilowattstunden. Dann einmal mit Vorkonditionierung bei 9 Grad, das heißt, es ist auch nicht ganz 1:1 vergleichbar, hat er dann von 13 bis 80% in 51 Minuten geladen, aber eben auch 45 Kilowattstunden. Das heißt, mit Vorkonditionierung, es bringt schon was. Die Ladekurve blende ich euch ein, die sehen aber beide etwas wirr aus, weil er auch manchmal dann zwischendrin ein bisschen mehr Temperatur hat und hochfährt. Es ist definitiv kein Winterauto. Und kein Langstreckenauto. Das heißt, diesen Relaxation-Sitz, der macht hier schon mehr Sinn, weil eine Dreiviertelstunde Schläfchen machen ist schon mal praktischer als beim EV6. 18 Minuten, das macht einfach keinen Sinn. Ja. Aber hier Schläfchen machen macht schon Sinn. Was nicht heißt, man kann ihn nicht auf Langstrecke fahren. Man kann ihn definitiv auf Langstrecke fahren, aber wenn ich weiß, ich fahre überwiegend Langstrecke, gibt es in diesem Preissegment bessere Autos für. Aber wenn ich weiß, ich bin überwiegend Kurzstrecke unterwegs bis Mittelstrecke unterwegs und kann an meinen Stops immer laden oder lasse ihn entspannt am 50 kW Lader dran, dann ist das mit einer der attraktivsten Fahrzeuge, weil er eben auch ein paar Pluspunkte hat, wie Head-Up-Display, wie Vehicle-to-Load. Und das haben wenige in dem Segment. Das haben sehr wichtige in dem Segment und extrem gut funktionierende Assistenz, wo wir gleich noch zukommen. Dann ist die große Frage, und wir haben ja auch diverse Niro-Zuschauer, lohnt sich ein Umstieg vom Alten?
ist eine schwierige Sache. Ne? Es ist ein schwieriges schwierig. Es gibt durchaus Punkte, wo er sich lohnt. Klar, mit Over-the-Air-Updates, mit dem etwas angenehmeren Fahrwerk. Ja. Aber die Frage ist, lohnt er sich noch zu diesem Preis? Können wir den Nachhaltigkeitscharakter im Hinterkopf bewahren und sagen, wenn man mit seinem nein, Niro erstmal noch, nicht. Wenn man mit seinem Niro noch zufrieden ist, dann lohnt sich der Umstieg, glaube ich, weniger. Für jemanden, der jetzt frisch irgendwo in die Elektromobilität ganz neu einsteigen. Cool, also, Einstieg. Cool, wenn man nicht regelmäßig München-Hamburg fahren möchte. Da gibt es definitiv bessere, vor allem auch für das Geld. Vielleicht auch für die E-Biker und E-Scooter-Nutzer. Genau, weil die E-Biker, die werden in dieser Klasse, glaube ich, überwiegend enttäuscht sein, weil die Stützlast nicht passt, weil es das Thema externes Laden nicht gibt. Und diese zwei Punkte macht der Niro besser als alle anderen. Mhm. Also vor allem Stützlast 100 Kilogramm, glaube ich, gibt es in diesem Kompaktsegment selten. Vielleicht mal 70, eher mal 50, aber 100? 50 ist ja dann für die E-Biker, die zu zweit unterwegs sind, schon raus in der Komplett Regel. Raus. 70 guckt man mal drauf, ob es Männerbikes sind oder doch die kleineren Damenbikes und wie voll ausgestattet. Und ja, bei 100 ist man halt immer safe und kann eventuell sogar noch so, wenn man denn der Anhänger bzw. die Halterung es zulässt, noch ein drittes Bike mit draufpacken. Ne? Und was man ihm auch lassen muss, also wir haben jetzt volle Hütte, ja, mit dem Inspiration, aber Sitzheizung funktioniert gut. Ich glaube, ich denke, die müsste dich auch zufriedenstellen auf Stufe 3. Ja, die geht richtig schön warm. Dann Sitzbelüftung, wenn es wieder warm wird, jede Menge gut funktionierend, Assistenz, viel Raum. Ich finde auch das Raumklima, er gefällt mir optisch, innen wie außen. Gut, ich würde ihn grün nehmen, aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, er ist teuer geworden über diesen Modelljahreswechsel, über diese Lieferschwierigkeiten, die wir jetzt im Moment haben. Ja, es ist aber alles teurer geworden. Es ist alles teurer geworden. Es kommt auf den Individualfall an. Ja. Also Niro-Umsteiger, schwieriges Thema. Müsste man wahrscheinlich einfach den großen Gefallen dran haben und unbedingt das Neueste haben wollen. Mhm. Quereinsteiger, kommt es drauf an. Ist man nur Kurzstrecke unterwegs, auf jeden Fall anschauen. Langstrecke ist er, glaube ich, raus. Die ganze Assistenz lässt sich am besten auf der Autobahn zeigen, denn wir haben nämlich unter anderem mit dem Drive-Wise-Paket auch den Highway Drive Assist Nummer 2, serienmäßig ist, glaube ich, nur die Nummer 1. Und den schauen wir uns jetzt hier im Schritt an. Ganz wichtig zu erwähnen, der Stauassistent, der auch mit dabei ist, und ich hoffe mal, wir müssen ihn heute nicht mehr nutzen, fährt alleine für 30 Sekunden selbsttätig wieder an. Ansonsten muss man danach wieder mit dem Gaspedal oder mit dem Schalter das Ganze reaktivieren. Aber mit 30 Sekunden muss man im Stau eigentlich relativ wenig tun. Das Ganze hier einmal aktiviert, dann weiß er hoffentlich auch gleich, dass wir auf der Autobahn sind. Jetzt aktivieren die 100. Ich kann übrigens auch hier, wenn ich Ock lange drücke, komme ich in die kompletten Fahreinstellungen rein und das ist echt nicht übel. So, jetzt muss ich einmal hier. Ja, 130 ist hier nicht und das kann hier schnell teuer werden. Aber dann weiß er es vielleicht gleich beim nächsten Mal, beim nächsten Schild. Also er weiß, er hat jetzt erkannt, wir sind auf der Autobahn und braucht jetzt aber noch das aktuelle Schild. Im Moment denkt er, hier ist 130, hier weiß er aber im Moment 100. So, jetzt muss ich einmal kurz so, zack. Und jetzt macht er alles automatisch. Im Moment ist auch nur die einfache Spursicherheit mit dabei, die immer mal wieder korrigiert. Jetzt kommt hier ein 80er-Schild über uns. Mal schauen, ob er das gleich kriegt. Wir fahren eh schon einiges langsam. Und jetzt übernimmt er auch die 80 direkt. Und wir haben auch ein Spurwechselassistent, da muss man aber sehr feinfühlig arbeiten. Und jetzt ist auch die dauerhafte Lenkkorrektur mit dabei, die uns relativ konsequent in der Mitte hält. So, jetzt machen wir hier einmal den Spurwechselassistent. Da haben wir so einen leichten Impuls, ich hoffe, ihr habt das gesehen, der unterstützt. Und auch beim Dreifachblinker blinkt er dann so lang, bis dieser Spurwechsel abgeschlossen ist. Schön ist, ich muss jetzt für die verschiedenen Assistenzstufen nicht irgendwo in die Tiefen des Touchscreens rein, abgesehen vom
immer aktiven, wenn man ihn nicht ausstellt, Spurhalteassistent. Aber ich kann hier diese Dauerlenkung zum Beispiel einfach so per Knopfdruck deaktivieren und habe dann auch dann noch meinen HDA2 drin, der jetzt hier natürlich in Verbindung mit Navi und der Kamera arbeitet. Aber habe dann hier auch noch so die normale Spurkorrektur, die mich im Fall der Fälle, lass mal kurz ein bisschen gegen die Spur laufen, auch wieder zurückholt. Kommen wir zum Abschluss des Videos mit einem kurzen Fazit zum Kia Niro EV. Und das wird schwierig, denn für 53.000 Euro gibt es andere Fahrzeuge in diesem Segment, die gewisse Dinge besser können. Das wäre beispielsweise DC-Laden. Da ist er jetzt nicht ganz vorne mit dabei. Aber es gibt auch Fahrzeuge, die einiges schlechter können oder Dinge, die er gut kann oder überhaupt kann, nicht können. Beispielsweise Head-Up-Display. Haben nicht viele in der Kompaktklasse. Und auch das externe Laden, also Vehicle to Load, können nicht wirklich viele, wenn überhaupt irgendwelche anderen Modelle in dieser Klasse. Aber was man eben auch lassen muss, er ist sehr individuell zu gestalten, vor allem von außen, und frischt dadurch die Kompaktklasse dementsprechend auf. Das war es auch schon mit diesem Video und dementsprechend auch mit dem neuen Kia Niro EV. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gefällt euch dieses Fahrzeug? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Wir mischen dann wie immer mit. Und falls euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns sehr von Herzen über einen Daumen nach oben sowie ein Abo freuen. Und ihr könnt uns auch sehr gern auf Instagram folgen. Ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Bis dahin, passt bitte gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo ihr Lieben. Du hast ja gesagt. Ja. Ist das nicht eigentlich cool, dass der Snow White Pearl heißt und ich früher immer Schneewittchen genannt worden bin und so helle Haut habe und dunkle Haare und jetzt auch noch roten Lippenstift zufällig drauf habe? Fand's cool. Ja. Ein Zwerg habe ich ja schon dabei. Grumpy. Ja, six Dachshunds. There she goes again.